Sie haben in den letzten Jahren schon hervorragend gespielt, attraktiven Fußball, aber natürlich auch für einen großen Fußballer gehören vor allem auch Titel, vor allem dann internationale Titel, und eine Nationalmannschaft wird eben an einem ersten Platz gemessen, eine deutsche Nationalmannschaft, und das ist Ihnen leider in den letzten Jahren nicht gelungen, trotz hervorragender Leistung. Vielleicht auch die Vormachtstellung der Spanier ist noch zu stark. Wir sind auf einem guten Weg, also ich sehe das gar nicht so dramatisch. Man muss erst mal 6-1 gegen Irland gewinnen, und in der Art und Weise. Das lässt hoffen für mehr. In der Gruppe, denke ich, werden wir als klare Nummer 1 nach Brasilien fahren. Wir müssen die Schweden jetzt schlagen, dann sind wir so gut wie durch. Wir freuen uns, jetzt 6-1 gewonnen. Wir wissen, dass wir eine tolle Zukunft haben, weil wir einfach geile Spieler haben. Ja, und die haben uns sehr viel Freude gemacht, und wir werden weiterhin viel Freude haben mit dieser Mannschaft. Die Qualifikation werden wir auf jeden Fall souverän lösen, da bin ich felsenfest überzeugt, weil wir einfach auch die Qualität haben. Und dann, was 2014 ist, das ist wirklich noch eine lange Strecke bis dahin. Das Einzige, worauf wir schauen, ist in 2 Jahren die Weltmeisterschaft. Bis dahin werden wir uns qualifizieren, weil die Mannschaft ist einfach so stark, dass sie das relativ locker schaffen wird. Und dann wird man wieder sehen. Ja, aber jetzt irgendwie zu, sagen wir mal, populistisch zu polemisieren, was da vielleicht alles einen Tick besser oder schlechter laufen müsste, bringt da keinem was. Vor allem haben sie einen in der Offensive, der kann ein Spiel allein entscheiden. Und mit Ibrahimovic, und der wird uns schon ein bisschen vor einige Probleme stellen. Die Frage wird sein, hat er Lust oder hat er keine Lust? Ja. Die haben gegen die Ferrier-Inseln nicht gut gespielt, ganz knapp gewonnen, haben zwar einen Ibrahimovic, aber das sollten wir klar gewinnen. Und dann gehen wir als Gruppenerster ganz klar durch.